Willkommen zurück zu Total Acute Bed Simulator. Ja, und wir werden heute versuchen, Betonung auf versuchen, denn, ich habe keine Ahnung, wie wir das hier schaffen sollen. Da sind so viele Leute und hier und da und der Tod ist halt auch extrem krass stark. Ah, da sind noch Vampire, da sind noch Vampire. Mein Gott, gibt es keine Bogenschützen? Dann bin ich schon, ja, es gibt keine Bogenschützen. Schon mal etwas. Ist halt die Frage, wie wir das jetzt machen sollen. Der Typ wird ja im Nahkampf übelster Bad Boss sein, einfach weil diese Teile und dann noch diese Sense. Ich glaube, ich bräuchte einfach irgendwas am Bogen. Und dann halt noch Kämpfer für halt die Vampire, die halt schnell zu mir fliegen. Das sind insgesamt 1, 2, 3, das sind 11 Vampire. Sonst einfach Archer vielleicht. Ja, erstmal probieren, weil. Okay, die Vampire fliegen mit Vollspeed. Was ist das denn für ein Krüppelschlag? Lol. Jetzt kommt der. Oh mein Gott, ja, der hat halt diese übelste OP-Kacke, ey. Fokus den Typen doch! Ach du Scheiße. Irgendwas krasseres auf Distanz vielleicht? Oh Mann, ich will irgendein Maschinengewehr. Gab's das nicht früher mal in diesem Spiel? Maschinengewehr? Das wäre wahrscheinlich zu OP, ne? Warte mal. Vielleicht einfach einen extremst OP-Charakter noch hier hinklatschen. Das geht doch bestimmt auch, ne? Und ansonsten jetzt noch einfach irgendwie andere Nahkämpfer vielleicht nochmal, die gut sind. War das der? Ja. Mal die hier hin platzieren. Scheiße, die kosten auch viel mehr. Na, ja, mal gucken. Nein, das klappt nicht. Ne, die Berserker sind einfach zu schwach wie Schein. Warte mal. Oh Gott, das wird jetzt lange dauern. Warte mal, da habe ich doch was gesehen. Ah. Das funktioniert? Das ist eine gute Frage. Ich kann ja nicht nur Eisbogenschützen haben, ne? Ich brauche noch irgendwas im Nahkampf, damit die halt nicht so sofort draufgehen. Ja, die Bogenschützen töten nicht sofort. Aber die Vampire sind jedenfalls sehr langsam. Aber Bringer gebracht hat das einfach nicht. Das ist aber auch wirklich gar nichts. Da Vinci's Panzer. Ob der vielleicht mir in dieser Situation helfen wird. Aber der kostet 4000. Das ist halt so ein Problem. Warte mal. Dann könnte ich an der Seite einfach jetzt hier. Oder könnte ich einfach die ganze Zeit Healer machen hier? Können die Dinge einfach die ganze Zeit heilen? Das wäre doch irgendwie praktisch. Mal gucken, ob das funktioniert. Nein, Vampire geht auf der Healer. Nicht cool. Scheiße.
mal. Ja. Es sind sehr viele gestorben von den Feinden. Das war schon mal, glaube ich, ganz praktisch. Warte mal. Oh, Mammut, ja, warum nicht? Warte mal, ein Mammut. Könnt ihr jetzt einfach hier. Obwohl, da können die Vampire natürlich schön dran lang rumnuckeln, ne? Ja, aber das fettes Fell, das geht schon. Das müsste klappen. Hoffentlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Alter! Der fängt mich einfach weg. Nee, das klappt irgendwie alles nicht, Mann! Ah, die Mammuts wären auch fast tot und alles, das ist alles so schwer. Ja, gibt's hier irgendwas OP? Warte mal. Na, Watscher? Im Hintergrund? Und dann vorne, ah ne, zwei Stück reichen, glaube ich. Dann einfach hier. Samurai. Jetzt geht's los. Yo! Ne, ich habe keine Ahnung, wie ich den steuern soll. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Okay, der Tod ist nicht ohne, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der nicht mal ein wirklich großes Problem ist hier, weil. Und die Watchers hauen die hier richtig gut weg. Auf beiden Seiten. Ja, obwohl auf beiden Seiten eigentlich nur. Ich habe auf der Seite geguckt. Kann sein, dass es hier nicht geschafft hat. Aber die Watchers sind einfach nur. Na, vielleicht sollte ich einfach hier nur ein paar hinklatschen. Weil die Watcher hier eigentlich fast alles alleine macht und dann in der Mitte ein bisschen mehr mich fokussieren drauf. Feuerwerk. Hm. Irgendwas. Klappt das? Wohl, warte mal. Ja, Bogenschützen, wären die da nicht, dann hätte das vielleicht geklappt sogar. Einfach nur sehr viele von denen. Okay, das war nur Glück mit dem am Anfang, dem Kram. Ach du Kacke, wie soll man klappen, du? Keine Ahnung. Vergessen mit den Avengers, kannst du vergessen. Die sind zu unverlässlich, die können. Nee. Ein Haufen von denen wäre halt auch einfach, würde auch einfach nichts bringen. Obwohl, warte, Schwert, vielleicht Schilde? Aber ein Haufen Schilde? Und dann hier die Lücken mal eben wegmachen. Und dann hier so. 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 Dann hier noch etwas mehr, weil hier ja das. Wow, wie viele Schilder sind das? 65. Oh ja, wow. Okay. Also Verteidigung ist der beste Angriff, oder nicht? Ne? Also kloppt die mit ihren Schildern nieder und dann geht das schon. Ey, der. Alter. Ja. Oh mein Gott, ja, okay. Wow. Ja, klatscht einfach alles weg. Gut, in dem Fall war die Verteidigung wohl doch nicht so praktisch. Oh mein Gott. Ah, ich hab keine Ahnung. Oh.
In der Mitte dann einfach. Ich hab keine Ahnung. Soll ich mich einfach. Ach nein, die Mitte ist halt das Schlimmste von allem. Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Geht hier vielleicht? Vielleicht so? Nee. Geht ja darum, dass die Mitte scheiße ist. Vielleicht so? Ja, ja, ich glaube, das könnte was werden. Das erste Mal, dass ich zuversichtlich bin, dass wir sogar gewinnen. Na, okay, das ist gelogen. Oh! Oh, shit! 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 Uh-oh. Geht auf den scheiß Glättkopf da! Lol, ist der tot? Nee, er lebt noch. Er lebt noch! Was hängt der da? Nein, lass mich nicht. Lass mich nicht fallen! Hä? Nein, er lebt immer noch. Wie viel Leben hat denn der Junge? Ja, fall runter! Ja! Er ist runtergefallen! Oh mein Gott, wie glücklich! Oh, ich hab den Tod getötet! Ah, ich hab den Tod getötet. Ach, gar kein Problem. Ah, das war das Ende, ne? Ah, das war das Ende. Das war echt das Ende. Oh mein Gott, war das anstrengend. Und jetzt geht's womit weiter? Was ist das denn jetzt? Ach lol, jetzt darf ich die Untoten spielen! Jetzt bin ich das Arschloch, dass sie alle wegklatschen darf! Das ist ja geil. Ach, wir sind jetzt einfach so der Tod mitten in der Wüste oder ja, mitten im in Afrika. In einer schönen Wüste oder was weiß ich, Landschaft, so mit Gras ein bisschen und so. Wo halt Einheimische sind. Da komme ich jetzt rausgepluppt. Ist ja geil. Okay, ich fange jetzt natürlich erstmal mit hier den Standardsachen an. Hier so, wo ich könnte wahrscheinlich einfach so hinklatschen, das wird schon reichen, oder? Ja. Ist halt extrem stark, der Boy, so. Okay, wow. Okay, so stark scheint er doch nicht zu sein. What the fuck? Mache ich mir jetzt mal hier so. Wie sieht denn aus? Warte mal. Ja, der Kreis muss besser, authentischer sein, als wenn die wirklich so eine richtige Zusammenhalt hier. Warte erstmal, dass wir vollenden. Dann kommen jetzt hier die. Passt der fast perfekt. Jetzt passt es. So, auf geht's, meine Untoten! Ah, die Feuerfalle sind echt geil. Die sind echt cool, die Feuerfalle. Ist das lustig, böse zu sein? Ach, die sind alle jetzt in der Höhle da drin, ne? Und ich habe den ganzen Platz hier zum Angreifen, das ist ja geil. Was soll ich denn nur tun? Njum. Los! Los! Holt euch einen geilen Snack! Holt euch einen geilen Snack! Ihr wollt einen Snack haben! Njum. Alter, sind die irgendwie schwächer, wenn ich die bin? Oh, das ist ja. Oh, wow. Die waren irgendwie stärker als ich gegen die gekämpft. Voll unfair. Ah, Tote hier, Tote, ja. Tot. Warte, kosten gleich viel? Nee. Hab schon gewundert, warum ich so viele Bogenschützen habe. Die Feuerfalle sind geil. Ich mag die Feuerfalle.
Aber ich habe das Gefühl, dass wir das verlieren werden. Schon wieder. Hm, die Toten sind nicht so gruselig, wenn ich sie mit habe, irgendwie. Nee, das, ja, okay. Wow. Oh mein Gott. Nee, ich bin ein bisschen... Wow. Mache ich einfach jetzt einfach die Untotenarmee vom Herrn? Ich werde die auch gar nicht rauskommen lassen. Ich werde jetzt einfach durch meine bloße Masse, werde ich die jetzt hier einfach einkesseln und nicht rauskommen lassen, nur hier. Skeletthaufen hier rumliegen. Mann, wie kann das so sein, dass meine Untoten so oft sterben? Was macht ihr da? Kuscheln? Was machen die da? What the fuck? Ja gut, ich habe jetzt glaube ich einfach nur eine lustige Idee, dass es einfach wirklich easy klappen könnte. Nein. Weil wenn ich perfektes Timing haben und schießen kann, dann würde ich das überleben, aber das habe ich nicht. Was? Ich habe verloren? Warum? Ich bin doch... Hab die doch gekillt? Nein! Ich glaube, ein Katapult reicht. Dann einfach ein Passwortcaster. Das müsste eigentlich gehen, oder? So schnell. Oh, er schlägt daneben. Hm. So früh gefreut. Geil, den zu steuern, oder? Oh, der schießt automatisch! Lol, geht doch nicht. Er muss in der Reichweite sein, deswegen. Ganz allein. Lebt hier noch jemand? Hallo? Ist da jemand in der Höhle? Lebt hier noch jemand? Hm? Hm? Da liegt der Penner einfach auf dem Boden und schläft. Ach, jetzt sind die Toten von allen Seiten. Ach, das ist ja cool. Gefällt mir. Immer hier Toten von allen Seiten hier. Auf geht's. Ich habe das Gefühl, dass es nicht klappt. Und das sage ich nur, weil hier so viele Tonköpfe und so rumfliegen. Ich meine, guck mal, wie viele Knochen hier rumliegen, wie viele zusammengehaltene Leichen hier rumliegen. Ja, man sollte die echt nicht unterschätzen, Mann. Einfach nur drauf gespammt, das klappt nicht. Ich glaube, es ist schlau, wenn wir einfach von einer Seite schon kommen, weil wenn wir von allen Seiten angreifen, na, wäre die Formation einfach am Arsch. Haben wir hier überhaupt irgendwas mit Schutz? Die einzigen, die ein Schild haben, sind die ollen Pappnasen hier.
Ja, sollten wir eigentlich haben. Die kommen niemals. Ja, die kommen nicht zum Bogenschützen. Oh, wow. Das ist auch so witzig, wenn der Typ seine Fähigkeit benutzt, dann fliegen die Skelettköpfchen immer hier überall rum. Hat schon was. Ah, jetzt geht das also so. Die Skelette gegen erstmal die von Anfang an, also so welche Höhlenmenschen. Dann gegen Farmer und dann wahrscheinlich gegen Ritter und so. Das ist cool. Mal gucken. Na, 21 Minuten. Na gut, das war's von dieser Runde mit World of Warships, sollte ich gerade sagen. Total Ecke Battle Simulator. Wir werden dann demnächst mal die Farmer ein bisschen aufmischen. Also, wie gesagt, wir werden deren Farm angreifen und uns sie zu eigen machen. Ja, genau, das wollte ich sagen. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.